Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun, die vergessene Pore. Ja, letztes Mal sind wir hier weiter rumgeirrt und ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal irgendwo ankommen. Oh nee, nicht schon wieder so ein Raum. Oh nee. Ja. Ja. Da werde ich wieder Spaß haben gleich. Oh mein Gott. Aber ich gehe erstmal hier oben durch. Mal sehen. Und da ist eine Sackgasse. Hey! Oh, ich flüchte jetzt mal. Kein Bock mehr auf euch. Ich habe doch Vermeidung ein, oder? Aktiviere es trotzdem nochmal. Soderlein. Also. Okay. Okay. Kann ich das auf jeden Fall nach links schieben? Nicht. Kann ich es nicht nach links schieben? What? Aber ich kann es nach oben schieben. Auch nicht? What? Okay, dann muss ich es hier durchschieben. Auch nicht. What? Jetzt bin ich langsam verwirrt. Ich muss es hier verschieben. Okay. So, wum, 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 wum. Wir müssen doch mal so. Okay, okay, okay. Jetzt unten hoch. Und dann irgendwie rüber. Wow, das ging leichter als der letzte Raum auf jeden Fall. Das war jetzt interessant. So, wo komme ich hier hin? Hallo Gegner! Na, wie geht's euch? Drachenwut ins Gesicht. Ja, genau, weicht im Schlag aus. Hast schon recht. Hm. Ja, ja, ja. Ah, schön. Ah, ist es. Ah. Ich, ja. Ja. Ja, ja. Gegner hier sind wunderschön, muss ich sagen. Legende! Und natürlich die ganz schwache Aufheulung, ist ja klar. Lebenslicht! Hey, Kosmonauten, fast down. Wunderbar. Drachenwut. So. Darf mir ja wieder lustig heilen. Wumm. Ah, und hier haben wir eine Kiste mit... Oh, einem Orichalcum drin. Das ist schön. Da brauche ich noch nämlich noch ein paar davon. Für meine Wunschausrüstung. Hallo, Himmelsdrachena. Wie geht es euch denn heute so? Könnt ihr mal bitte mit eurem Giftfluss aufhören? Das ist echt... Keine schöne Attacke. Nein, finde ich nicht toll. So klar, dass es wieder überlebt. Und das überlebt er auch noch? Wow! Die Attacke sieht interessant aus, aber gut. So, er down und er nicht down. Dankeschön. Meine Güte. Die töten mich ja ganz schön, die Gegner. Was ist denn los? Ich weiß es nicht. Okay. Geh mal rechts. Um hier rauszufinden, dass ich hier gar nichts ist. Das ist ja guilty. Oh Mann. Also da komme ich zwangsläufig zum Orichalcum. Och nö, also beim besten Willen, ich jetzt keinen Bock auf euch, ne? Ja, tötet mich doch. All was? Aber sonst geht's noch, ja? Warum? Warum auf einmal 500 Schaden? So, links ist bestimmt auch nix, wie ich das Spiel kenne.
Oder? Nee, links muss ich sogar hin. Ja, gut. Och, Mann. Dornengrab. Okay. Und nochmal. Yo. Tschüss. Na gut, ich hätte auch geradeaus gekonnt. So, hier kann ich auf jeden Fall das Ding verschieben. Das ist schon mal gut. Verschiebe. Flupp. Und dann schaue ich noch, was da oben ist. Drei Gegner. Okay. Dam, dam, da, dam, dam, da, dam. Lichtplasma. Und du machst Flut. Dö, 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 dö. Da, da, dam. Dam. Strudel. Werde doch jetzt bitte die Gegner töten. Ihr habt die Gegner nicht getötet. Natürlich haben sie die Gegner nicht getötet. Na, denn das. Ja. Also langsam wird mir aber ein bisschen Mana los, ne? Das gefällt mir nicht so. Ach, jetzt muss ich wieder ausrum. Gut, dann muss ich mich ja quasi versanden und dann kann ich das Ding verschieben. Dann kann ich bestimmt von oben irgendwie verschieben. Hoffe ich einfach mal. Wenn ihr jetzt verstanden habt, was ich meine. Wahrscheinlich nicht, aber gut. So, das hier raus, genau. Und dann da oben. Die Gegner sind ein bisschen nervig, ne? So minimal. Ja. Gäh. Lichtplasma! Immer noch eine schöne Animation, wie ich finde. Freue mich schon auf die nächste Version davon. Jawohl. Okay, und jetzt einfach nur noch nach links verschieben. Ah, und da sind wir auch kurz vorm Endboss, glaube ich. Jetzt will, glaube ich, nur noch das hier verschieben. Irgendwie. Ich glaube, da müssen wir drauf springen, ne? Glaube ich. Da, da, da. Okay, dann noch das Ding dahin schieben. So. Das Ding rüber. Und das Ding auch rüber. Wie auch immer du das jetzt verschoben hast, Felix. Das sah ein bisschen komisch aus. Naja, nicht hinterfragen. So, das da rein. Und das da oben. Da rein. Und dann noch das letzte Teil bis ganz nach da drüben. Ach, und dann wird's schön. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Mache ich's denn eigentlich? Ich glaube, ich zeige euch erstmal den Boss auf den normalen Weg. Aber ich habe, da ich mir keine großen Hoffnungen ausmal, dass ich das auch so schaffe, mache ich hier erstmal einen Save. Und ich mache am besten zwei. Und werde dann wahrscheinlich danach erstmal meine Taktik anwenden, wie ich den sonst auch immer töte. Also auf jeden Fall kommt wieder Isaac ins Team, ist ja klar. Wie habe ich das nochmal gemacht? Achso, bei Status, genau. Jawohl. Und dann würde ich sagen, let's die, ne? Die Luftkissen möchte ich aktivieren. Jawohl. Miau. Hi. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich meine, der Hüter des Lichts. Wenn ihr nach der Macht der Sonne verlangt, beweist mir zuvor eure eigene. Und da erscheint er, der stärkste Gegner im Spiel, der Dullahan.
Und ich probier's einfach mal. Wird schon nichts passieren. Dutti-du. Oh Gott. Na gut, Spuk ist doch nicht sonderlich wild. Formina, was ist das? Wow! Zwist? Okay. Damit heilt er sich selbst. Das ist interessant. Okay. Bisher dann noch keine Attacke gemacht, die sagt, ja, die ist besonders gefährlich. Wobei das Schwert, das Überdimensionale, schon extrem cool war. So, Einschlag. Vielleicht schaffen wir ihn auch hier auf wundersame Art und Weise. Mekido! Der Kollege hat übrigens 16.000 KP, nur was am Rand. Ah, Basilisk, alles klar. Okay. Und heilt er sich schon wieder um 200 jede Runde? Das fände ich nicht so schön. Ich setze jetzt mal eine Segnung ein. Und du machst auch gleich eine Wunschquelle daher. Und bam. Drachenwut! Jawohl. Mekido! Vroom. Ah, jetzt macht er wieder Zwist. Warum nicht? Hermetika? Was ist das? Was ist das? Hermetika? Ich hab Angst. Also, wirklich, ne? Ich hab Angst. Wunschquelle! Jawohl, Einschlag, hochbuffen. Kann er wieder Basilisk einsetzen? Macht wieder Spuk, okay. Ah, okay. Mekido! Und er setzt Charon ein. Natürlich. Ich meine, ist ja klar. Oh, schön. Ja, er kann Charon beschweren. Beschwören. Und das war wahrscheinlich das Ende für uns. Yo, Cheddar ist instant down und Isaac ist auch instant down. Yay! Haben wir den Cheddar belebt? Ja, haben wir. Aber ich hab doch glaube ich Phoenix, ne? Ja, okay. Belebe ich mal so. Du kannst nicht beleben, ne? Schade. Hast du den Cheddar belebt? Lebt alle besiegten Freunde wie... was? Das ist ja cool. Bin ich doch gleich mal aus. Jo. Wie viel heilst du dann? Okay. Das ist ein cooler Chin. Basilisk. Ja, okay. Kannst du machen. Ja, das ist ein schöner Chin, auf jeden Fall. So, dann Wunschquelle, du haust drauf. Kann ich den jetzt eigentlich... Ja, den kann ich wieder verbünden. Aber ich überlege gerade, ich glaube, ich mache noch eine zweite Wunschquelle. Zack. Mache ich dann nächste Runde. Weil ich hätte nicht gedacht, dass das so viel überlebt, aber gut. Ich sehe schon, ich schaffe den Kampf noch. Das wäre eine Sensation, ne, übrigens. Bam! Formina. Eieieiei. Tschüss, Cosma. Da-da-da-dam-dam. Phoenix. Jawohl. Und ihr beiden greift an. Schwupp. Hermetika, was auch immer das macht, ich weiß es nicht. Okay. War das jetzt ein Konda oder was ist da jetzt passiert? Ich weiß es nicht.
So, auf jeden Fall bei ihr mal jetzt erstmal Wunschquelle. Du greifst an, du machst hier den Chin wieder auf Bündnis und du greifst auch an. Und ich müsste eigentlich den Part beenden. Verdammt. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich so lange überlebe, aber gut. Und schon wieder Charon. Wow. Haben alle überlebt. Ich bin begeistert. Fluch, ja, warum nicht? Kannst du ruhig machen. Chin-Sturm und da ist die Attacke, die ich meinte. Ja, damit sind nämlich jetzt alle Chins auf. Von der ganzen Gruppe erschöpft. Und das ist einfach nur wunderschön. Das schaut's euch an. Das ist ein Traum. Ja, ne? Ja. Jetzt bin ich wahrscheinlich down, oder? Nehme ich an. Ding. Da, 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 dam, 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 dam. Was mache ich denn? Ich mach mal ein tiefes Gebet auf Isaac. Du hast den Nebeldrang. Du könntest den Nebeldrang einsetzen. Dann magst du. Komm, ich greif einfach an. Komm. Macht zwar jetzt eh keinen Schaden mehr, aber gut. So, Nebeldrank. Ja. Ist auf jeden Fall wieder voll, aber ich werde keinen Schlag mehr überleben. Das ist das Problem. Ja, und von dem Angriff war ich nämlich. Hatte ich nämlich ein bisschen Angst. Und das wird jetzt auch wahrscheinlich keinen Schaden mehr machen. Ja, 200. Und wer ist tot? Shenna ist tot. Yay! Und das Cosmo fast tot und das ist wunderschön. Und dass sich nur jede Runde ein Chin verbündet, dauert es ewig, bis wieder alle verbündet sind. Und das ist das Problem an dem Gegner. Cosmo. Noch mal einen Schlag, komm. Und du kannst nichts machen, oder? Na ja, greif's an. So. Ja, schon wieder fast down, Cosmo. Wunderbar. Eieiei. Und Formina, wer stirbt? Mia. Das ist uncool. Okay, wenn sich jetzt nicht der richtige. Natürlich hat sich der richtige Chin. Das war Glück. Dass sie jetzt genau Balsam verbündet hat. Megiddo! Aber es hat auf Chenna nicht gewirkt. Warum auch immer. Und Zwist. Tschüss, Cosmo. Er macht wieder Hermetika. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir Tau. Zwar wieder. Muss ich auch einsetzen. Zwar für Chenna. Nee, nicht für Chenna. Für Cosmo. Und du kannst nichts machen, ne? Du kannst Umbra beschwören. Ja, dann kriegen wir keinen Schaden wenigstens. Da-dam. Ja, macht nur Fluch und Spuk, das. Ja, jetzt kommt Charon. Yo! Cosmo geht in die Knie, Isaac ist fast down. Ist ja wunderschön. Was mache ich denn? Ich glaube, jetzt geht langsam aber sicher, gehen mir die Optionen aus. Das heißt, ich werde einfach beschwören, komm. Und du. Ausdruff. Ja, komm. Sind jetzt die Verzweiflungstaten. Weil das Team wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel ausrichten können. Jo, Basilisk. Und jetzt ist Mia down. Und jetzt seht ihr zum ersten Mal, dass auch die andere Gruppe kommt. Und wie mache ich dich denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Er greift auf jeden Fall an. Du greifst wahrscheinlich auch an, oder?
greifst auch an. Oder greifen mit Shins an? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tralalala. Ah, er kann auf jeden Fall Einschlag, das ist schön. Und er kann Phönix, okay. Mach mal Planetarium. Das macht der fast Schaden. 73. Hey. Wie überhaupt. Ach doch. Ivan ist ein Heiler. Ja, das wird ein etwas längerer Part, ich sehe schon. Acherons Grab! Übrigens. Oh, eine schöne Aufheulung. Da leider zu wenig Schaden. Alter! Das Damage. Also, du greifst an. Du greifst auch an. Du heilst. Ja, das ist nämlich in der Heilung. Und kannst du? Ne, du kannst nur beleben. Aber ich weiß nicht, auf wie viel KP er schon runter ist. Ich glaube auch nicht allzu viel. Das sieht interessant aus, aber gut. Acherons Kram! Quasi die Titanic-Klinge in Dunkelheit. Ich sehe schon, ich muss aber mit Shins angreifen, weil das hat keinen Zweck so. Greifen wir jetzt mit Shins an. So, machen wir den und... Machen wir den. Und... Ah, Flamme habe ich, interessant. Okay. Das ist quasi dasselbe wie der Umbra. Jetzt macht der Charon. Ah, nein. Yo. Garrett und Aaron down. Und da kommt der Chin-Sturm. Yes. Coole Sache. Na gut, dann würde ich sagen, das war's dann jetzt, ne? Daraus werde ich mich nicht mehr erholen können. Nö. Kann ich noch irgendwas machen? Ich kann nicht mal mehr was machen, das ist traurig. Gut. Jo, das war Phoenix und die letzte Beschwörung, die irgendwie Schaden macht. Und das war es wahrscheinlich auch für Ivan. Jawohl. Und damit wurden wir wunderschön besiegt und wir werden belebt. Instant. Okay. Gut, Leute, ihr habt aber gesehen, das ist auf normalem Weg, auf dem Level zumindest, noch fast unmöglich, würde ich sagen. Mich hat es überhaupt irritiert, dass ich so lange überlebt habe, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ich würde sagen, im nächsten Part zeige ich euch dann einen kleinen Trick, wie man den leichter besiegen kann, aber dazu werde ich erstmal ein paar Vorbereitungen treffen müssen und ja, das mache ich alles offscreen. Dann würde ich sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute!